Dann begrüße ich Sie zur heutigen Pressekonferenz nach der Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem 1. FC Magdeburg. Der 1. FC Magdeburg, der Gast, hat mit 0:2 gewonnen. Zunächst einmal die Zuschauerzahl. Wir haben heute gespielt vor 7.568 Zuschauern und ich würde Christian Tietz um sein Statement zum Spiel bitten. Ja, kam eigentlich gar nicht so gut ins Spiel rein. Die ersten 5-6 Minuten war geprägt von einer gewissen Unruhe und auch von Fehlpässen. Mit dem 1-0 bekommen wir aber diesen Löser, dann machen wir sehr schnell das 2-0, was für uns natürlich gut rausgespielt war in der Art, dass wir mit unserem Innenverteidiger hochpressen und dann noch diesen Halbraum mit Barisch besetzen, den gut reinschlänzt. Dann hätten wir in der ersten Halbzeit das Spiel für uns entscheiden können, wenn wir das dritte Tor machen, gehen dann rein und kommen raus und dann ist ein anderes Spiel. Wir hatten zwar noch gute Kontermöglichkeiten, aber wir haben dann sehr fahriges Spiel, viele Fehlpässe drin gehabt, gar nicht so unser typisches Spiel, wie wir ein Spiel aufziehen wollen, auch die Umschaltmomente weniger gut genutzt und da mussten wir wirklich aufpassen. Waldhof hat dann mit einer enormen Wucht und Körperlichkeit gespielt und auch viele Standards gehabt, wo immer gefährlich sind, dann kann immer auch mal eins fallen. Was für uns natürlich aber heute positiv war, nach der Vorbereitung, wir haben das erste Spiel zu 0 gespielt und wir haben vor allen Dingen auch die Standards gegen uns dann gut verteidigt. Vielen Dank, Herr Tietz. Patrick, dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal schönen guten Tag an alle. Ja, ich sehe es genauso. Also wir sind die ersten 6-7 Minuten wirklich gut ins Spiel gekommen, haben den Gegner zu Fehlern gezwungen. Das Pressing war gut gewesen, aber die Ballverluste danach einfach zu schnell. Das bedeutet, der Gegner ist dann auch immer wieder in Situation gekommen, auch Umschaltbewegungen zu kreieren und in die Ballzirkulation zu gehen. Das sind Dinge, die wir eigentlich besser können. Dann kriegst du aus dem Nichts heraus das 1-0, das 2-0 wird direkt nachgelegt. Du hast eine kalte Dusche, dann gehen natürlich erstmal die Köpfe runter. Die erste Motivation, alles, was du dir vorgenommen hast, musst du erstmal im Kopf wieder aufarbeiten als Spieler. Und dann, wie Christian das gesagt hat, geht natürlich die nächsten 30 Minuten komplett an Magdeburg. Trotzdem hatten wir mit Martinovic, glaube ich, zweimal die Möglichkeit, noch ein Tor zu erzielen, einen Anschlusstreffer herzustellen. Das haben wir nicht geschafft. In der zweiten Halbzeit haben wir dann ein bisschen justiert, ein bisschen umgestellt, wollten das Zentrum, das Kreativzentrum von Magdeburg noch ein bisschen eindämmen. Das haben wir auch gut geschafft. Haben dann auch nicht nur Ballhoheit gehabt, sondern auch Chancen kreieren können, aber also eher über Standardsituationen. Trotzdem Torchancen oder einen zweiten Ball hinten raus dann. Zweimal sind wir über die Seite noch durchgekommen, wo mehr draus entstehen muss. Und du musst halt dann einfach in der Lage sein, gerade bei so einer Fanwucht den Anschlusstreffer herzustellen. Weil wenn du das schaffst und das Stadion bebt, dann glaube ich, bist du in der Lage, das 2-0 dann noch zu erzwingen. Und du kriegst nicht mehr Torchancen als 3-4 Stück gegen so einen Gegner. Die haben wir gehabt, wir haben sie nicht genutzt. Trotzdem haben wir mit Respekt verloren, wir haben alles investiert. Ich kann meiner Mannschaft nur den Vorwurf machen, dass wir die Nadelstiche nicht gesetzt haben. Ansonsten, wie gesagt, haben wir alles abgerufen gegen einen sehr starken Gegner. Für Magdeburg weiter alles Gute und sehr gute Spielweise, muss ich sagen. Ja, passt soweit. Vielen Dank, Patrick. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen der Pressevertreter. Zunächst einmal an Sie, Herr Tietz. Kevin Gehring von der Volksstimme möchte wissen, Ihre Mannschaft hat früh mit 2-0 geführt, das Spiel kontrolliert und wenig zugelassen. Gibt es an der ersten Halbzeit überhaupt irgendwas auszusetzen? Ja, habe ich eben schon gesagt, letztendlich, weil du weißt, du spielst hier gegen eine sehr gute Drittligamannschaften, hier werden sich noch einige Teams schwer tun, weil der Waldhof nicht nur fußballisch gut ist, sondern auch mit einer Wucht kommt und wir haben da es nicht geschafft, noch in der ersten Halbzeit das dritte Tor zu machen, aber auch dann direkt mit dem Reinkommen die zweite Halbzeit den Deckel am Anfang draufzusetzen und dann war es genau das, was im Spiel, was wir nicht wollten, dass wir dann tiefer fahren, sondern da hätten wir uns gerne mehr Ballbesitz gewünscht und mehr Kontrolle im Spiel. Und dann noch eine Nachfrage. In der Pause haben Sie Adrian Malachowski für Conor Krempinski eingewechselt. Was war der taktische Hintergedanke bei diesem Wechsel? War das das Zeichen, dass man nach dem Seitenwechsel defensiver angehen wollte? Nein, wir haben ja dafür dann Andreas Müller eins vorgeschoben, aber Adrian Malachowski ist einfach, wenn du ihn als Sechser und fallenden zentralen Innenverteidiger spielst, er hat eine unglaublich gute Wucht bei Kopfbällen. Er ist sehr gut im Zweikampf und hat auch einen guten Speed und es war klar, dass der Waldhof reagieren wird und wir auch gemerkt haben, dass uns da eine Stabilität gut tut im Spiel. Vielen Dank. Dann noch von Stan Hornig von der Bild-Zeitung. Für den FC Magdeburg war es nicht nur der erste Auftaktsieg seit 6 Jahren, sondern auch für Sie der erste Sieg in Ihrer Heimat Mannheim als Trainer. Welchen Stellenwert hat das für Sie? Da habe ich mir noch gar nicht, keine Gedanken dazu gemacht, aber zumindest im Freundschaftsspiel habe ich schon mal hier gewonnen. Aber es freut mich für die Mannschaft, weil es war der Auswärtssieg meiner Mannschaft und meines gesamten Staffs, wie wir jetzt über Wochen hinweg daran gearbeitet haben und die Jungs sich auch hier gegen ganz neue Aspekte auch gestellt haben, denn es ist was anderes, wenn du vor Zuschauern spielst und wir hier im Stadion und drin ist, die Fans, die machen wirklich eine sehr lautstarke Atmosphäre und deswegen freut es mich, dass wir das hier alle gemeinsam geschafft haben und mit dem Auswärtssieg nach Hause fahren können. Und zum Abschluss eine Nachfrage von der Bild-Zeitung zu Barış Artık, der bereits in der 58. Minute ausgewechselt worden ist. Ein Wort zu seiner Leistung.
Ja, zunächst mal haben wir Baris rausgenommen, weil schon in Hannover erst ein bisschen Probleme hatte und da wollten wir kein Risiko eingehen. Aber Baris hat das gezeigt, was wir wussten in den Zwischenräumen, wenn er sich immer aus der letzten Kette entzieht, auftritt mit dem ersten Kontakt, er kann gut schlänzen, er kann gut Bälle reinstecken und das hat er für uns heute Gott sei Dank zum 2-0 gewinnbringend eingesetzt. Vielen Dank. Patrick, jetzt die Fragen für dich. Thorsten Hof von Mannheimer Morgen sagt, sieht so aus, als ob das Thema aus der vergangenen Saison auch das Thema der Neuen bleiben wird. Also Fehler in der Defensive, die den spielerischen Ertrag wieder kaputt machen. Beunruhigt Sie das? Beunruhigt mich eigentlich nicht, weil ich sage mal, ein Spiel über 90 Minuten komplett zu verteidigen, ist unwahrscheinlich schwer. Die Jungs haben das im Kollektiv schon gut gelöst, klar. Wenn dann ein individueller Fehler dabei ist, der zum Tor führt, ist das natürlich ärgerlich, aber mehr als tagtäglich dran zu arbeiten und mit den Jungs zu arbeiten und sie versuchen weiterzuentwickeln, mehr können wir nicht machen. Wir machen das alle gemeinsam und wenn dann ein Fehler dabei ist, dann stehen wir auch zusammen den Fehler durch und wir werden daran arbeiten, dass es weitergeht, so wie es sonst auch ist. Aber von wegen der Vergangenheit, wir haben auch viele Zu-Null-Spiele gehabt in der Vergangenheit und wir haben auch viele Spiele gehabt, wo wir sagen, oh, jetzt die Innenverteidiger oder wen es dann auch immer betrifft, die Außenverteidiger haben hervorragend performt und man sieht einfach, dass es Spiele gibt, wo dann halt das ein oder andere Ding dabei ist, was so nicht geplant ist, mit Sicherheit auch von den Spielern nicht in der Häufigkeit vorkommt und wenn man es ihnen dann zeigt in der Nachanalyse, wo sie dann auch sagen, mein Gott, was habe ich da eigentlich gemacht, ist klar, was zu tun ist, aber so ist der Fußball und damit muss man leben. Nils Wollenschläger von Mannheim 24 möchte wissen, Timo Königsmann hat den Vorzug vor Bartels erhalten. Was hat letztlich den Ausschlag für Königsmann gegeben und wie haben Sie seine heutige Leistung gesehen? Ja, den Ausschlag, den gibt immer die gesamte Vorbereitung. Das heißt, wir haben 5 Wochen beide Tormänner beobachtet, alle Testspiele bewertet. Dennis Diano dokumentiert jedes Training und schreibt sich gewisse Sachen auf. Wir haben das Momentum gesucht, welcher Torwart stand jetzt, die beste Form hat aus der Vorbereitung und aufgrund der Testspiele, die Timo dann einfach souveräner gehalten hat, haben dazu geführt, dass er dann auch die Nummer 1 ist. Zur Form heute, ich denke, dass er die ein oder andere Situation noch ein bisschen kompromisslos erklären kann. Ich habe es nicht so gerne, wenn man im 16er dann ein großes Risiko geht. Am Anfang ist es nochmal gut gegangen, wo er den Ball drüber chippt, aber das sollte eigentlich im Großen und Ganzen nicht so stattfinden. Ich denke, dass es für das erste Spiel, jetzt für das erste Heimspiel in Ordnung war, aber er hat auf jeden Fall auch noch Luft nach oben, um sich da zu steigern und mehr Präsenz und mehr, mehr Entscheidungen zu treffen, die das Risiko einfach minimieren dann auch. Eine weitere Frage von Mannheim 24. Wie erklären Sie sich die Nervosität in der ersten halben Stunde? Hat sich hier auch das Fehlen von Marcel Segert bemerkbar gemacht? Gut, Cello ist natürlich ein Spieler, der die Ordnung übernimmt, der lautstark ist, der coacht. Das ist ein Führungsspieler auf dem Platz, davon haben wir ansonsten sehr wenige, die jetzt diese Führungsrolle übernehmen. Natürlich ist es ein Faktor, der jetzt uns nicht in die Karten gespielt hat, aber trotzdem vertrauen wir auch den Spielern, die hinten dran sind. Das sind alles sehr gute Fußballer, die ich im Kader habe und ich weiß, dass auch mehr möglich gewesen wäre, aber natürlich, wenn du zwei Dinger innerhalb von 3 Minuten frisst, dann ist es halt einfach so, dass du nervös wirst, weil das Spiel geht in eine Richtung, die du vorher nicht einkalkuliert hast. Dein Plan ist eigentlich hinfällig und du musst sofort wieder reagieren und dir was Neues einfallen lassen, um die Jungs wieder zurückzuholen und an der Ehre zu packen und am Selbstvertrauen. Und deswegen kann man sagen, klar, in den 30 Minuten so ein Stück weit den Faden verloren, aber dann wieder gefangen und einfach gezeigt, was wir zeigen wollen. Nämlich es geht halt auch über Kampf und Leidenschaft, sich die Bälle zurückzuholen und dann in den Spielmodus überzugehen. Ich denke, zweite Halbzeit, darauf können wir aufbauen. Und die letzte Frage auch von Nils Wollenschläger, Mannheim 24. Patrick, wie hast du die Stimmung empfunden? Ja, mega geil. Also war ja mein erstes Heimspiel mit der Mannschaft jetzt hier vor der Kulisse und die Fans überragend. Einmal vor dem Spiel schon uns da mit eingepeitscht und dann jetzt auch nach der Niederlage dann mit uns trotzdem nochmal das Lied angestimmt und sehr, sehr positiv mit uns gegangen. Und das ist genau der richtige Weg, weil es geht nur mit den Fans. Und diese Wucht, wie ich ja auch gesagt habe, wenn wir einen Anschlusstreffer machen, dann sind die Fans in der Lage dazu, dieses Spiel nochmal komplett zu drehen. Und das ist das Geile hier. Also ich habe mich unwahrscheinlich gefreut für alle Beteiligten, dass wir endlich wieder in der Situation sind, so Fußball erleben zu dürfen. Und wir hätten den Fans heute sehr gerne einen Sieg geschenkt oder zumindest einen Punkt hier zu Hause gelassen, hat nicht sein sollen. Wir werden es dann in den nächsten Wochen wieder gut machen. Vielen Dank. Dann beende ich die Pressekonferenz hiermit und ich wünsche dem FC Magdeburg noch eine gute restliche Saison und eine gute Heimfahrt. Bis dahin. Dankeschön.